Herzlich willkommen zu einem kleinen Special zu My Summer Car. Ja, es ist wieder regnerisches Wetter und der Wagen ist zerlegt. Das liegt daran, dass ich ein neues Safe Game starte, aus bestimmten Gründen, die erläutere ich euch in Folge 43. Aber das ist sehr passend, denn ihr habt gefragt, kann man mit dem Editor sein Auto bauen? Dem My Summer Car Editor, Link in der Beschreibung. Ja, kann man. Und ich zeige euch halt einfach mal wie. Als erstes vergesst nicht zu speichern, denn wenn ihr keinen Speicherstand habt, dann könnt ihr auch auf keinen rumfummeln. Und für alle, die jetzt einfach nur eine schnelle Antwort haben wollen, gibt es jetzt einmal kurz alles einmal im Schnelldurchlauf einfach nur gesagt. Alle anderen, die es genauer sehen wollen oder mich gerne reden hören, was weiß ich, die gucken das Video weiter und ich werde alle Details ganz genau zeigen. Hier auch nochmal kurz einen Plan, bei welcher Minute welcher Punkt ungefähr kommt. Und dann geht's jetzt los mit dem Schnelldurchlauf. Also, wir brauchen die neueste Version vom MSC Editor. Mit der öffnen wir die Datei Default ES2 File. Hier drin setzen wir jetzt alles auf Installed und Bolted, was zum Auto gehört, was wir eingebaut haben wollen. Die stehen auch alle unten in der Beschreibung drin. Ein paar Dinge werden nicht festgeschraubt, denn die werden nur eingeklipst und die kriegt ihr nicht mehr lose im Spiel, wenn ihr die auf Bolted setzt. Wenn ihr das alles erledigt habt, müsst ihr die Datei neu speichern, den Editor schließen, das Spiel starten, das Spiel wieder speichern und den Editor öffnen. Dann geht ihr auf Tools, Satsuma Report, Fasten Loose Bolts und speichert. Denn nicht alle Schrauben sind sofort richtig festgezogen und wenn ihr dann ans Auto geht, fällt es einfach komplett auseinander. Was nicht eingebaut werden kann über den Editor sind Räder, Ölfilter und Batterie. Kommen wir zuerst mal zu den Rädern. Wir öffnen den Editor. Gehen auf Tools, Teleport Object, wählen aus Wheel Steel 1 Transform und teleportieren das zu Repair Shop. Genauso wie Wheel Steel 2 Transform, 3 und 4 und Player. Wir speichern die Datei, schließen den Editor, starten das Spiel. Im Spiel platzieren wir die Räder als Stapel rechts neben dem Plastikstuhl. Also wenn ihr vor dem Haus steht und auf den Plastikstuhl guckt, rechts daneben stapeln. Dann bei Fletari Reifen bestellen, ganz wichtig, Straßenreifen, keine Slicks oder Rallye-Reifen. Das Spiel wieder speichern. Dann öffnen wir wieder den Editor, suchen Repair Shop, setzen Repair Shop Time auf 1, speichern das, schließen den Editor, starten das Spiel. Im Spiel sind dann nach einer kurzen Wartezeit die Reifen fertig, wir speichern das wieder, öffnen den Editor, gehen auf Tools, Teleport Object, wieder alle vier Räder und uns selbst zu Garage Table. Speichern das, schließen den Editor, starten das Spiel. Im Spiel müssen wir die Räder jetzt selbst montieren. Das sind jeweils vier Schrauben mit einem 13er Schlüssel. Geht ganz schnell. Dann bauen wir auch schnell den Ölfilter dran. Einfach ansetzen, mit Hand festdrehen, die Batterie einsetzen, das Spiel speichern. Dann kommen wir zu den Flüssigkeiten. Wir öffnen wieder den Editor, suchen Fuel Tank und setzen Fuel Tank Level auf 100. Dann ist er vollgetankt. Jetzt suchen wir Brake Master Cylinder, setzen Brake Master Cylinder Fluid Level auf 1. Das ist zweimal vorhanden, beides auf 1 stellen, ist die Bremsflüssigkeit aufgefüllt. Zu guter Letzt noch Clutch Master Cylinder, da setzen wir Clutch Master Cylinder Fluid Level, was ein tolles Wort ist, auf 0,5. Dann habt ihr das Kupplungshydrauliköl auch aufgefüllt. Motoröl und Kühlwasser müssen manuell im Spiel aufgefüllt werden. Also speichern wir wieder, schließen den Editor, gehen ins Spiel, lösen dort die Keilriemenschraube, drehen die Wasserpumpe per Hand fest, also so, dass der Riemen gespannt ist, ziehen die Schraube wieder fest und speichern, denn das muss man, das Einstellen kann man auch nicht im Editor machen. Wenn ihr jetzt noch Inspektion bzw. TÜV haben wollt, öffnet ihr wieder den Editor, geht auf Tools, Teleport Object, mit Car Transform, Warning Triangle und Player zu Inspection. Das speichert er, schließt den Editor, öffnet wieder das Spiel, jetzt seid ihr im Spiel direkt vorm TÜV, packt den Wagen auf die Hebebühne, das Warndreieck ins Auto, aktiviert den Prüfer und fertig ist das Auto im Editor gebaut und TÜV ist auch drauf. Okay, und für alle, die jetzt es nochmal genau sehen wollen, weil ihnen das wirklich einfach zu schnell ging, die können natürlich in die Beschreibung gucken, da steht das alles nochmal als Text. Und jetzt kommt halt nochmal die ganze Langfassung, wo ihr mich das alles ausführen seht. Wir brauchen die aktuelle Version vom MSC Editor. Wir öffnen die wichtige Datei, also gehen auf File, Open. Und gehen in neuer Benutzername, AppData, LocalO, AmisTech, MySummerCar und da dann auf Default ES2 File. Wir können natürlich logisch vorgehen.
Aber wir können auch einfach von oben nach unten alles durchgehen, was mit dem Auto zu tun hat. Und genauso gehe ich jetzt vor. Airfilter, Luftfilter installiert. Ja, beschädigt wollen wir nicht, aber bolted wollen wir, dass er festgeschraubt ist. Alternator, die Lichtmaschine auch installiert und festgeschraubt. Backpanel ist nicht so wichtig, aber installieren wir mal. Festgeschraubt wird das nicht, also nicht hier machen, sonst könnt ihr das nicht rausnehmen. Block ist installiert, bolted. Bootlid, das ist die Kofferraumklappe. Ah, installiert und festgeschraubt, also bolted ist festgeschraubt. Bremsleitung auch. Bremszylinder ist auch installiert und festgeschraubt. Frontstoßstange? Ja. Ja, wenn jetzt zwischendurch das Spiel startet, sieht das Auto bestimmt sehr seltsam aus und ich weiß gar nicht, ob es richtig funktioniert. Denn wir haben schon ein paar Sachen festgeschraubt und die Sachen dazwischen noch gar nicht. Camshaft brauchen wir auch. Also das waren die Stoßstangen, jetzt hier die Nockenwelle installiert und festgeschraubt. Achso, das ist auch Camshaft Gear ist hier mit drin. Also dieses Zahnrad auf der Nockenwelle ist ja auch mit drin. Das bedeutet, wir müssen beides installieren und beides festschrauben. Achtet einfach auf Installed und Bolted. Carburetor ist der Vergaser. Stop. Clock Gauge. Wenn ihr jetzt die Uhr statt des Drehzahlmessers haben wollt, müsst ihr das installieren. Ich werde allerdings jetzt mit dem Drehzahlmesser arbeiten, deswegen lasse ich das raus. Das ist die Kupplungsplatte. Ich weiß nicht genau welche. Ist egal, brauchen wir. Die Kupplungsscheibe auch installieren. Die Kupplungsleitung auch installieren. Kupplungsdruckzylinder auch installieren. Ich schreibe euch auch unten in die Beschreibung, was alles installiert werden muss und was festgeschraubt werden muss. Die normale Feder. So. Links. Nee, da. Genau. RL ist Rear Left, also hinten links und dann halt hinten rechts auch nochmal. Kurbelwelle und die zusätzlichen Teile müssen auch dabei. Also das Zahnrad hier in diesem Fall wieder. Zack, zack. Zylinderkopf, ja, nehmen wir mit. Ne? Wieso auch nicht. Das Armaturenbrett kommt auch rein. Das ist die Anzeigen, das Armaturenbrett, also die Tacho und so, Dashboard-Miete, muss auch rein. Ist klar. Vorne links die Bremse. Will ich nicht missen, ehrlich gesagt. Vorne rechts genauso. Ihr seht hier links Dinge, die schon bearbeitet wurden, in Rot. Und unten steht 51 Unsaved Changes, also ungespeicherte Änderungen. Daran seht ihr, was ihr schon erledigt habt und was ihr noch müsst. Distributor ist, glaube ich, der Anlasser. Tür links. Und Tür rechts auch. Dann Drive Gear, dieses Kupplungsding, ist immer was bei manchen YouTubern so gerne rausfällt, bei mir zum Glück bisher noch nicht. So, Trommelbremse hinten links, kommt auch rein, Trommelbremse hinten rechts, kommt auch rein. Das ist, nein, Electrics braucht ihr, das ist die Verkabelung. Motorplatte, das ist die, die Platte hinter der Schwungscheibe. Auspuff. Ja, das ist der Endschalldämpfer, Auspuffrohr. Zusatzanzeigen nicht, nein. Hier, das ist der Keilriemen, den müssen wir auf gekauft stellen auch. Also immer auch. Dann auf installiert und festgeschraubt. Dinge, die Tuning-Sachen oder die man kaufen muss erst, man muss den Keilriemen ja leider erst bei Timo kaufen, müssen auch auf Purchased stehen. Sonst wird es, glaube ich, komisch. Ich weiß nicht, ob es sonst auch geht, aber es ist ja nicht sinnvoll. Ich habe nicht gekauft, ich habe nicht erworben, aber ich habe dran. So, das sind Tuning-Sachen, dann Kotflügel links, installed. Ich denke mal, lackieren kriegt man noch einfacher hin. Well. Kotflügel rechts, installed und bolted. Flywheel, hier ist die Schwungscheibe, die muss auch rein. Benzinleitung ist schon installiert, interessant. Warum auch immer. Ich glaube, das kam wahrscheinlich mit irgendwas anderem mit. Die Benzinpumpe soll auch rein. Den Benzin-Strainer, ich weiß gerade nicht, muss aber auch rein. Der Tank kommt auch
rein. Das Tankrohr kommt natürlich rein und hier oben ist der Tank. Müssen wir mal gucken, was rechts steht. Jetzt kann man natürlich auch noch sagen, hier ist nämlich Fuel Tank Level, wie viel Sprit drin sein soll. Dann stellen wir einfach auf 100 und dann haben wir die Karre gleich voll getankt. Getriebe kommt eingebaut und festgeschraubt. Schaltgestänge kommt auch rein. Der Schaltknauf, der Frontgrill, Antriebswelle links. Antriebswelle rechts. Handbremse, Zylinderkopf. Zylinderkopfdichtung. Wird auch nicht festgeschraubt. Scheinwerfer links. Das kommt ziemlich chaotisch vor, aber es ist halt, weil es auf Englisch und alphabetisch sortiert ist. Motorhaube. Hier sind noch die Radkappen, falls ihr die drauf haben wollt. Ich mag sie nicht, deswegen lasse ich sie jetzt weg. Dann kommen hier die Kurbelwellenlager, Main Bearings. Die brauchen wir definitiv, die habe ich ja schon oft genug verloren, sage ich mal. So. Falls übrigens kaputt ist, könnt ihr auf, denn dann ist damaged auf True und dann könnt ihr es auf False setzen, dann ist es wieder heile. Die Ölwanne hätte ich auch ganz gerne. Dann sind hier Pistons, sind die Kolben. Die sind alle vier rein und alle vier festgeschraubt werden. Der Kühler, Radiator, da haben wir hier der Kühler eingebaut, ja. Schlauch 3 eingebaut, wird nicht festgeschraubt. Wie gesagt, sonst könnte es nicht abnehmen. Schlauch 2 eingebaut, nicht festgeschraubt. Schlauch 1 eingebaut, nicht festgeschraubt. Und Kühler festgeschraubt. Dann Rücklicht links, wird auch nicht festgeschraubt. Rücklicht rechts, auch nicht festgeschraubt natürlich. Ventildeckel kommt drauf und wird festgeschraubt. Und Ventil-Dingens, ihr wisst schon, was ich meine. Das, wo die Ventile dranhängen. Auch fest, natürlich. So, hier ist RPM Gauge, ist der Drehzahlmesser, den baue ich auch ein. Und der wird tatsächlich angeschraubt. Der Fahrersitz, Seat Driver. Und Seat Passenger, Beifahrersitz, ich schraube jetzt alles rein. Die Rückbank kommt auch rein. Dann der Stoßdämpfer hinten links. Und der Stoßdämpfer hinten rechts. Zündkerzen auch rein und anschrauben. Radnarbe vorne links und Radnarbe vorne rechts. Ach, Starter ist der Anlasser. Dann war das andere was anderes. Aber das andere braucht man auch, das Distributor. Ich bin gerade ein bisschen doof, aber das liegt daran, dass ich gerade ein bisschen müde bin. Aber ich Hauptsache, ihr baut es rein. Ihr müsst ja nicht verstehen, was es ist. So, Lenkgetriebe kommt auch rein. Mit allen Anbauteilen. So, jetzt haben wir hier noch die Spurstangen. Kommt auch rein. Das normale Lenkrad bauen wir auch mal fest. Bauen wir auch mal dran. Federbein vorne links. Ist hier unten, das sind die Rallye-Federbeine. Die nehmen wir nicht. Wir nehmen das da oben. Installiert und festgeschraubt. Genauso wie das. Andere Seite genauso. So, der Unterboden und der ganze Motor ist nämlich immer noch nicht drin. Das, was man als allererstes einbaut normalerweise, ist jetzt auch drin. So, Timing Chain, die Steuerkette, installiert und, nee, nicht festgeschraubt. Die Abdeckung dafür installiert, die wird festgeschraubt. Querlenker hinten links und hinten rechts. Wasserpumpe, Aufsatz, wo der Riemen drüber kommt, ist hier unten, der Pulley. Den braucht ihr und natürlich die Wasserpumpe selbst auch. Querlenker vorne links. Und vorne rechts. Und dann sind wir einmal komplett durch. Das sind 198 Dinge, die wir jetzt hier eingebaut haben. Jetzt können wir, sollten wir auch noch hier auf Tools Satsuma Report gehen. Jetzt Fix Loose Balls. Alle Schrauben, die nicht fest genug waren. Also weil die eine bestimmte Festigkeit haben, man muss ja wirklich bis zum Ende drehen, sollten jetzt nachgezogen sein. Zur Sicherheit nochmal auf Repair All Parts, alle Teile reparieren und verbuggte Teile reparieren. Aber eigentlich sollte lose Schrauben befestigen reichen. So, jetzt gehen wir auf File, Save und starten das Spiel. Ich schließe den Editor außerdem immer dann noch, weil ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn der dann noch offen ist. So, dann wollen wir jetzt mal sehen, ob es geklappt hat.
Nicht ganz, aber das ist okay. Denn ein paar Teile fallen mir irgendwie immer ab. Vielleicht habe ich Fender Left auch nicht festgeschraubt. Das weiß ich jetzt nicht. Gut, jetzt am besten, ich denke, nochmal speichern ist eine gute Idee. Es geht dann nochmal auf Fix Loose Balls bei Satsuma Report. Und dann sollte alles zusammen sein. Die einzigen Dinge, die euch das Programm nicht anbaut, ich weiß nicht wieso, aber es ist nun mal so, sind Batterie, Ölfilter und Räder. Aber nun gut, die Räder steckt ja einfach da dran, ist völlig egal welches wo, die liegen da hinten in der Ecke bei dem Benzinkanister. Die werden mit einem 13er Schlüssel festgezogen. Die Batterie kommt hier hin und der Ölfilter kommt einfach hier so. Und wird per Hand festgedreht. Wenn man noch TÜV haben will, dann müssen wir die Reifen erneuern lassen. Denn die sind zu alt für den TÜV. Also suchen wir hier die Räder bei Wheel. Hier, Wheel 1. Dafür bringen wir diese Räder, dafür bringen wir erstmal die Räder zu Fletari. Dann gehen wir auf Tools, Teleport Object. Suchen uns Wheel Steel One Transform zu Repair Shop Apply. Das machen wir jetzt mit allen Vieren. Das Rad Nummer 5 könnt ihr geflissentlich ignorieren. Das ist das fünfte, was auf dem Schrottplatz liegt. Das brauchen wir für diese Sache jetzt nicht. Und wir teleportieren uns selbst, also P-Player, auch zum Repair-Shop. Sonst liegen die einfach rum und wir gucken halt blöd, weil wir zu Hause rumstehen. Das Ganze natürlich speichern, das Spiel öffnen. Dann findet ihr in etwa sowas vor. Ihr steht auf dem Muscle Car und hier liegen Räder rum. Die Räder dürfen dafür nicht montiert sein. Also, die müssen hier hin. Wenn ihr aufs Haus guckt, rechts neben den Stuhl. Und gebt hier in Auftrag, die Reifen zu beziehen. Ihr solltet irgendwelche Straßenreifen nehmen. Also entweder die normalen oder die guten. Ich nehme jetzt die guten, weil die werden sich von den anderen unterscheiden. Dann sehen wir wenigstens, dass es tatsächlich getan hat. Damit sollte man TÜV kriegen. Bestellen. Speichern. Es sei denn, ihr wollt wirklich drauf warten. Ihr könnt doch drauf warten. Aber ansonsten geht ihr speichern. Dann sucht ihr im Editor nach Repair Shop. Da ist es schon. Und setzt hier unten Repair Shop Time auf 1. Das speichern. Schließen. Wieder ins Spiel. Dann findet ihr die Räder hier vor. Da liegen sie. Wir sehen, sie wurden erneuert. Okay, die kann man jetzt irgendwie zu seinem Auto bringen. Oder ihr speichert wieder. Geht in den Editor und teleportiert diese Räder genauso wie zur Werkstatt hin. Jetzt dein, wo euer Auto ist. Mein Auto steht jetzt tatsächlich schon beim TÜV, also teleportiere ich die 4 Räder zum TÜV. Und natürlich auch mich. Also wieder den Player. Das speichern. Schließen. Dann landet ihr in etwa hier direkt auf euren Reifen. Am besten allerdings zu einer Uhrzeit, wo der TÜV schon offen hat. Dann montiert ihr die Räder. Das müsst ihr leider manuell tätigen, aber das sind ja nur 4 Schrauben mit 13er Nuss. Übrigens, falls euer Wagen nicht beim TÜV steht, sondern zu Hause, könnt ihr ihn auch einfach entweder hier hin teleportieren unter Car Transform oder ihr teleportiert die Räder halt nach Hause. Garage oder Garage Driveway, dann landet das bei euch in der Garage oder halt in der Einfahrt davor. Wenn ihr das alles habt, könnt ihr die Flüssigkeit auffüllen. Entweder ihr fahrt jetzt nochmal in die Stadt und füllt die Flüssigkeiten auf, oder ihr geht wieder in die Default ES2-File und schnappt euch erstmal Fuel Tank. Dann das Level da drin. Hauen wir mal auf 100, dann ist er vollgetankt. Dann suchen wir nach Brake Master Cylinder. Da finden wir dann hier Brake Master Cylinder Fluid Level auf 0,9 oder auf 1 einfach. Also ich habe das jetzt aufgekippt und geguckt, also 1 müsste da eigentlich rein. So, dann haben wir Bremsflüssigkeit drin. Jetzt suchen wir nach Clutch für Kupplung, den Master Cylinder, da kommt das Fluid Level auf 0,5. Das speichern wir. Jetzt haben wir Benzin und Hydrauliköl drin. Zu Motoröl finde ich leider nichts. Das bedeutet, Motoröl müsst ihr dann tatsächlich reinkippen.
Und dann haben wir ein funktionierendes Auto. Wir müssen noch den Keilriemen einstellen, denn der sitzt dann auch sehr locker, wie ihr seht. Das bedeutet, die Schraube hier lösen mit dem Schraubendreher. Dann per Hand die Lichtmaschine eigentlich fast komplett randrücken. Dann die Schraube wieder festziehen. Und dann sorgt ihr dafür, dass ja schön auf der Hebebühne steht, das Warndreieck im Auto ist, egal wo, Hauptsache irgendwo im Auto. Wie gesagt, wenn der Wagen hier noch nicht ist, könnt ihr ihn hinteleportieren über Car Transform bei Tools Teleport. Das müsst ihr Car Transform auswählen und zu Inspection bringen. Und dann lasst ihr den TÜV-Mann seine Arbeit verrichten. Und zack, habt ihr TÜV. Da habt ihr die Kennzeichen, die müsst ihr allerdings noch selbst anbringen. Allerdings ist das auch nicht so kompliziert. Es ist ja eins vorne, eins hinten, einfach dran pappen. Und dann haben wir tatsächlich das ganze Auto fast komplett mit dem Editor gebaut. Ich glaube, noch mehr mit dem Editor. Wüsste ich jetzt noch nicht, wie es geht. Allerdings, das ist wirklich sehr viel Arbeit, die euch erspart, wenn ihr es denn unbedingt wollt. Ich hoffe, es hat euch gefallen, es hat euch geholfen. Kommentare, Kritik, Anregungen, alles in die Kommentare, wie immer. Und dann sage ich einfach mal, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Loco.